Mit dem Tuk-Tuk machen wir uns auf zu dem ca. 20 Kilometer entfernten Tonle Sap-See. Die Fahrt führt vorbei an Reisfeldern und für unsere Begriffe ärmlichen Dörfern. Dieser junge Mann hier fotografiert übrigens alle Touristen, um ihnen bei ihrer Rückkehr vom Ausflug Teller mit ihren aufgedruckten Porträt und Angkor Wat zu verkaufen. Der Tonle Sap, zu Deutsch Großer See, ist der größte See Südostasiens und eines der fischreichsten Binnengewässer der Erde. Vom Norden wird der See durch mehrere Zuflüsse gespeist. Im Süden tritt der nach dem See benannte Tonle Sap-Fluss aus, der bei Phnom Penh in den Mekong mündet. Jedes Jahr im Juni ist dort ein weltweit einzigartiges Naturphänomen zu beobachten. Der Mekong führt zu dieser Zeit aufgrund der Monsunregenfälle und durch das Schmelzwasser aus dem Himalaya bis zu viermal mehr Wasser als in den trockenen Monaten. Da Kambodscha ein großteils sehr flaches und ebenes Land ist, drängt das Wasser des Mekong in den Tonle Sap-Fluss und dieser wechselt die Fließrichtung. Die Wassermassen drängen zurück in das Becken des Tonle Sap und füllen den See, der während der trockenen Jahreszeit eine Oberfläche von ca. 2.500 bis 3.000 Quadratkilometer aufweist, bis er auf ca. 10.400 Quadratkilometer anwächst und bis zu fünfmal so tief ist. Der Höhepunkt der Überflutungen wird im September erreicht. Zu diesem Zeitpunkt ist knapp ein Drittel der landwirtschaftlichen Kulturfläche Kambodschas von Wasser bedeckt. Erst im November, wenn der Mekong wieder weniger Wasser führt, wechselt der Fluss erneut die Richtung und das Wasser des Sees fließt langsam ab. Dieses Ereignis ist Anlass für das sogenannte Wasserfest, Bon Om Tuk, das auch gleichzeitig den Beginn der Fischereisaison darstellt. Die hier lebende Bevölkerung hat sich mit ihren schwimmenden Dörfern auf diese Umstände hier eingestellt. Seit Jahrhunderten sind Fischfang und Reisanbau die wesentlichsten Wirtschaftszweige der ländlichen Bevölkerung Kambodschas. Reis und Fisch sind auch die Hauptbestandteile der Küche der Khmer. Und beides wird vom jährlichen Rhythmus des Tonle Sap geprägt. Der See dient auch als Verkehrsweg. Fähren verbinden die im Nordosten des Tonle Sap abgelegene Stadt Siem Reap mit der Hauptstadt Phnom Penh im Süden und über den im Nordwesten in den See mündenden Fluss Sangkhar mit Battambang, der zweitgrößten Stadt des Landes. Der See Tonle Sap bildet gemeinsam mit den Flüssen Tonle Sap, Mekong und Pasak ein einzigartiges Ökosystem, das nicht nur den Artenreichtum an Fischen und Vögeln im Wasser und im Umland ermöglichte, sondern auch entscheidend für die Entwicklung der in diesem Gebiet ansässigen Menschen und ihrer Kultur war. Die historischen Königreiche der Khmer mit ihrem Zentrum im nur wenige Kilometer nördlich des See gelegenen Angkor wären ohne den Wasser und den damit einhergehenden Nahrungsreichtum vermutlich nicht möglich gewesen.
Wir machen einen kurzen Zwischenstopp auf einer schwimmenden Fisch- und Krokodilfarm. Jetzt sehen wir unser Abendessen. Mal sehen. Ja. Du, Moment, gibt's wieder einen? Bleib doch bei Kebab. Von der Tachterrasse aus hat man einen fantastischen Überblick über den Tonle Sap-See und seine schwimmenden Dörfer. Man könnte meinen, man blickt aufs offene Meer. Nach circa 1,5 Stunden treten wir wieder die Rückreise an. Hier sehen wir eine äußerst interessante anderwärtige Verwendung von CD-Rohlingen. Am Rückweg besuchen wir auch das Institut für traditionelle Khmer-Textilien. Doris hat sofort einen sehr engagierten englischsprachigen Mitarbeiter für sich gewonnen. Er erklärt ihr Schritt für Schritt die Erzeugung von Seidentüchern und anderen Produkten. Im Jahr 2000 hat der japanische Seidenspezialist Mr. Morimoto dieses Institut gegründet, mit dem Hintergrund, die einst florierende Seidenproduktion, die bis ins 8. Jahrhundert zurückgeht und durch den langen Bürgerkrieg fast in Vergessenheit geraten ist, zu retten und wiederzubeleben. Es werden nur traditionelle alte Motive gewebt und die Farben werden nur aus Pflanzen wie Litschiholz, Bananen, Kokosnüssen sowie Bougainvillea und Mandelblättern gewonnen. Wisdom of the Forest, die Weisheit des Waldes, nennt Herr Morimoto diese uralte Färbetechniken. Mit diesem Projekt wurden bereits über 300 Arbeitsplätze geschaffen und Herrn Morimoto wurde dafür 2004 der Rolex-Preis für Unternehmer verliehen. In einem äußerlich bescheiden wirkenden Holzhaus stehen im Erdgeschoss die Webstühle. Die Verkaufsräume befinden sich im ersten Stock. Hergestellt und gefärbt wird die Seide in einem Dorf außerhalb der Stadt. Das Institut liegt am Beginn der Straße zum Tonle Sap-See, Lake Road Nummer 472. Über Mr. Morimoto und sein Projekt wurde bereits in vielen Fernsehsendungen und Zeitschriften berichtet.
da das studieren. Und da studiert, kann er nur eine gewisse Stunden pro Tag arbeiten. Und der Herr Motor steht in 3 Wochen eine Stunde pro Tag arbeiten.